Hallo zusammen, heute möchte ich euch kurz mal meinen Nakamichi BX300E vorstellen. Gebaut wurde es von 1984 bis 1987 etwa. Neupreis lag damals bei etwa 1700 D-Mark. Es ist ein Doppelkapsan, drei Motoren, Direct Drive Laufwerk, das bekannte Sankyo Laufwerk, das wir auch in anderen Geräten wie dem Dual CC1462, dem Onkyo TR2570 oder dem Kenwood KX1100HX zum Beispiel haben. Also ein wirklich bekanntes, oft verbautes Laufwerk, das sehr solide und gut ist. Und ich habe dieses Deck vor circa 2 Jahren mal über einen Bekannten bekommen. Das war vorher sogar für stolze 400 Euro in einer Fachwerkstatt in Köln zur Überholung. Ich habe die Rechnung und das, was gemacht wurde. Muss allerdings feststellen dafür, okay, es hat ein Jahr dann zwar unbenutzt gestanden, aber es war in keinem besonders lauffähigen Zustand eigentlich. Und ich musste da selber nochmal zur Fachwerkstatt meines Vertrauens geben, wo dann der Idler noch erneuert wurde und ein Motorpulli, wo einer einen Lötkolben dran gehalten hatte, ausgetauscht wurde, weil der derbe verformt war. Und auch sonst war das Laufwerk nicht besonders gut gewartet. Jetzt allerdings ist es wieder fit. Und ich wollte euch einfach mal einen kurzen Überblick geben und die Funktion zeigen. Übrigens, wenn ihr mal nach einem Ausschau haltet, achtet drauf, das Bias-Poti, das ist leider häufig defekt bei diesen Geräten, nicht nur oxidiert oder irgendwie gammelig, sondern wirklich irgendwas da drin gebrochen. Bei meinem ging ein Kanal zum Beispiel nicht mehr. Man merkt es schon, wenn es sich sehr, sehr leicht drehen lässt, dass da irgendwas nicht stimmt. Leider habe ich auch sehr, sehr lange nach einem passenden Ersatzpoti gesucht. Selbst die Fachwerkstatt hatte eigentlich nämlich keins gefunden so zum Austausch. Ich bin dann irgendwann doch noch mal drauf gestoßen und habe mal welche bestellt. Ist jetzt hier auch verbaut. Das funktioniert perfekt. Einziger Mini-Nachteil, in der Nullstellung rastet es nicht mehr. Aber damit kann ich gut leben. Dafür tut es wieder tadellos seinen Dienst. Ja, dann schauen wir mal nach den Funktionen. Schauen wir mal ein wenig auf die Bedienelemente. Ganz grundsätzlich, klar, Powerschalter, der aber auch angenehm stramm ist, muss ich sagen, und ein gutes Gefühl vermittelt. Da habe ich bei Technics beispielsweise schon deutlich schlimmere Schalter erlebt, die mich dann immer gleich ein bisschen abschrecken. Der Schalter ist wirklich mal angenehm, straff, gut, da kann man nicht meckern. Kassettenfach ist hier ein manuelles, kein motorisch getriebenes, aber nicht wirklich schlimm. Ich bin auch nicht unbedingt immer der Freund der Motorklappen, das macht manchmal auch mehr Ärger als Sinn. Kassettenfach ist aber an sich ordentlich dick, massiv verarbeitet, macht einen guten Eindruck. Wir haben ein Dreikopfdeck, wir haben also auch die Möglichkeit der Hinterbandkontrolle. Wir haben ein Dual-Capstan-Laufwerk, diese Sankyo-Laufwerksversion hier ist wirklich in recht vielen Geräten verbaut. Hier wie gesagt die Dual-Capstan-Version. Wir haben ein Direct-Drive-Laufwerk und das ist ein Idler. Gesteuert ist. Also wenn hier mal Probleme auftauchen, der Idler ist da gerne mal verantwortlich dafür, wie so oft. Hier ist mir bei dem Techniker meines Vertrauens ein Silikon-Idler angepasst worden, der ja wirklich ordentlich in vielen meiner Geräte werkelt und sehr zuverlässig und glaube ich auch sehr langlebig ist. Zumindest hat man es mir so versprochen und bis heute muss ich sagen, ist auch noch keiner von meinen Silikon-Idlern irgendwo negativ aufgefallen und ausgefallen. Ja, wir haben Dolby B, Dolby C, wir haben einen MPX-Filter für den, der noch vom Radio aufnehmen möchte. Nakamichi typisch die Bandsortenwahl in EX, SX und ZX, aber auch nochmal mit der Typenbezeichnung in Klammern daneben. Für mich immer noch ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe halt nur einen Nakamichi und ja, aber man gewöhnt sich dran. Auch für mich immer noch ungewöhnlich, dass man hier den EQ getrennt hat von der Bandsortenwahl. Ich also mit 70 oder 120 Mikro entsprechend die Selektion über eine extra Taste habe. Aber gut, wir haben obendrein noch eine Pitch Control. Finde ich mal gar nicht so schlecht, das zu haben, weil ich kriege doch häufiger mal von Kollegen Bänder geschickt.
wo vielleicht nicht immer unbedingt so hundertprozentig das Tempo stimmt. Hier kann ich mal etwas nachregeln, das Ganze ein bisschen langsamer oder schneller stellen. Das ist mal wirklich nett. Was ich auch richtig gut finde, ist, er hat einen Fader. Ich kann also während der Aufnahme, wenn ich das Bandende erreiche oder sonst irgendwie ich mal ausblenden möchte, einfach auf Tastendruck, das sage ich euch gleich nochmal, die Titel aus- oder auch wieder einblenden. Richtig gut gemacht. Das ist was ich mag. Digitales Zielwerk, schön. Echtzeit wäre noch netter gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Und wir können bei 0 stoppen und wir können auch automatisch die Wiedergabe starten lassen, wenn wir beim Zurückspulen den Nullpunkt erreichen. Hat auch was. Was mich immer massiv stört und das oft bei Nakamichi eben, ich weiß nicht warum, die Aussteuerungsanzeigen, nur einfarbige LEDs, die Skala im Hintergrund nicht beleuchtet, nicht mal die Form ändert sich im Plus-Bereich. Also das ist einfach für mich, weil ich oft bei weniger guter Beleuchtung da sitze, richtig mies, wenn ich aufnehme. Also das stört mich wirklich massiv und da habe ich oftmals auch schon keine Lust mehr, so ein Gerät zu benutzen. Das sind vielleicht für einige Kleinigkeiten. Ich finde sowas grausam und vor allem, wenn ich immer den recht hohen Neupreis von 1700 D-Mark im Hinterkopf habe. Sowas muss echt nicht sein. Und ja, ebenfalls fehlt die Beleuchtung des Kassettenfachs. Auch das würde ich wirklich erwarten, erst recht bei dem Preis. Okay, was wir auch noch haben, auch nett, wir können den Output-Level regeln. Ne? Also wirklich, das geht über das, was hinten über Cinch rausgeht. Oder auch für einen Kopfhörer habe ich also Ausgangslevelregler. Und ja, natürlich kanalgetrennt, aber in Form von Schiebereglern, Input-Level-Regler. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir einfach mal ein bisschen auf und schauen mal, wie er sich so verhält. Ich habe hier mal eine TDK Super CD in der SA, sehr ähnlich. Legen wir halt mal an. Wir haben ein Dreikopfdeck, also Hinterbandkontrolle. Wir haben einen BIOS-Regler, aber keinen Einmesscomputer. Wir stellen das Ganze auf Typ 2, auf 70 Mikro und starten einfach mal die Aufnahme und hören mal mit Monitor rein. Pegel mal schon mal ein bisschen runternehmen. So, und jetzt komme ich einfach her und vergleiche mal so ein bisschen das Signal. Ich kann mit dem BIOS-Regler die Aufnahme ein wenig anpassen. Hören wir das Original an. Ja, bin schon der Meinung, dass das klanglich so passt. Ja, was auffällt vor Hinterband hier ist, da ich keine Level-Kalibrierung habe, der Pegel weicht da schon stark ab. Was aber hier in dem Fall daran liegt, ich habe dieses Deck mal auf BASF CS2 einmessen lassen. Da ist einfach ja, der Aufnahmepegel ein wenig anders als bei denen hier. Das ist aber nicht wirklich dramatisch. Ich steuere eben meistens in der Hinterbandkontrolle erstmal einmal aus. Wobei ich in diesem Fall auch noch echt mal sagen muss, bei Nakamichi dreimal so wichtig für mich. Denn die Anzeigen bei Nakamichi geben immer deutlich höhere Werte vor, als das bei anderen Decks üblich ist. Also ich habe wirklich Differenzen von plus 4 dB Unterschied zu zum Beispiel Revox oder Onkyo. Selbst wenn ich jetzt hier was aufnehme, was bis plus 8 geht, das ist bei meinem Onkyo vielleicht noch bei plus 4. Aber wie schon so oft erwähnt, ich bin ja eh nicht der Pegel-Junkie. Ich steuere eh nicht so wahnsinnig weit aus. Ich halte es für wenig sinnvoll und mich nerven Verzerrungen bei Übersättigung des Bandes echt extremst. Deswegen, ich bin da eher der, der sehr gemäßigt aussteuert. Und ja, deswegen mache ich das in erster Linie mal nach Gehör und ziehe mal noch ein bisschen was ab. Und nehme eigentlich auch immer ohne Dolby auf, in den seltensten Fällen, dass ich mal Dolby benutze. Deswegen so mal alles ganz nett. Ja, und wenn ich jetzt meine Aufnahme mal so habe, übrigens hier, die läuft. Ich drücke einfach mal die Fade-Edit-Taste und der blendet schön sanft aus. Und ich kann dann halt die Aufnahme mal pausieren. Und wenn ich jetzt irgendwas einblenden möchte, geht das eben genauso. Ich bin in dem ausgeblendeten Zustand hier, kann die Aufnahme wieder starten. Drücke Fade in. Und da blendet mir alles wieder schön sanft ein. Also das ist wirklich eine Funktion, die finde ich mal richtig klasse. Die würde ich bei vielen anderen Decks auch mal begrüßen. Auch nochmal kurz gezeigt,
mit Pitch Control. Ich habe was aufgenommen, gebe das gerade wieder. Ich kann jetzt hier einfach mal das Tempo erhöhen. Oder auch mal noch eine ganze Ecke verlangsamen. Also wirklich für Aufnahmen, wo es mal nicht stimmt, ne? Ganz cool. Oder auch für die, die selbst Musik machen und die vielleicht mal die Tonhöhe ein kleines bisschen anpassen wollen zu ihrer Gitarre oder sonst was auch immer. Damit kriegt man das ganz gut hin. Dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass hier neben noch eine kleine Kiste steht, die auch noch mit einer LED rot leuchtet. Ich weiß gar nicht, ob man das im Film so sieht hier. Doch, sieht man. Das BX300E ist eigentlich kabelfernbedienbar. Es hat eine fünffolige Buchse. Ich habe diese Kabelfernbedienung auch. Aber auch wenn die optisch mal gar nicht so schlecht ist und zum Gerät passt, mich stört das Kabel bei solchen Dingen. Und wenn ich die Chance habe, das zu ersetzen, dann tue ich das auch. Und es gibt in Amerika jemanden, der baut solche Infrarotadapter hier. Die kommen einfach genauso an den Remote-Anschluss hinten, wird sogar vom Deck gepowert, braucht also keine extra Stromversorgung und kann dann hinterher mit einer stinknormalen Logitech Harmony Fernbedienung einfach mal das Deck steuern und bedienen. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, die mir bei dem BX300E hier auffällt, im Verhältnis zu allen meinen anderen Geräten, dafür nehme ich mal das Signal weg. Ich weiß nicht, ob man es in dem Video hört, aber der Motor heult immer ein wenig. Und das ist etwas, was was vielleicht eine Kleinigkeit ist für viele, aber das ist irgendwie auch so eine Frequenz und so ein Ton, der mir irgendwie immer auffällt, wenn ich hier sitze und gerade mal Ruhe ist, sage ich mal, und was mich persönlich ein bisschen stört. Ich bin jetzt mal selber leise und schalte das Deck nochmal aus und wieder ein und vielleicht könnt ihr es auch hören. Ja, also es ist wirklich permanent so ein hoher Ton des sich drehenden Motors. Nicht so ganz genial. Aber okay, für viele vielleicht auch wieder vollkommen erträglich und kein Problem. Ich bin manchmal vielleicht auch echt ein bisschen pingelig. Aber ansonsten auch mal zu den Laufwerksgeräuschen. Deswegen nochmal alles hier echt mal ohne Output und Signal. Kopf und Wiedergabe schaltet es sauber, sanft und leise. Spulgeräusche sind mal nicht die leisesten. Die waren übrigens mit Original Gummi-Idler auch nicht anders. Das liegt also nicht an meinem Silikon-Idler. Das war schon immer etwas lauter. Es spult übrigens auch nicht besonders schnell. Da kann es also auch nicht die wahnsinnigen Punkte sammeln. Aber alles noch im Rahmen. Werfen wir noch einen kurzen Blick ins Kassettenfach. Hier fällt auf, der Tonkopf hat eine etwas andere Form als üblich, was den Hintergrund hat, dass dieses Andruckkissen bei den Kassetten hier ein wenig weggedrückt werden soll und das Band eigentlich mehr über den Tonkopf gezogen wird ohne Andruck. Das hat laut Nakamichi einige Vorteile. Praktisch muss ich sagen, hat es eher ein paar Nachteile, wenn das Band nicht mehr ganz so perfekt in Ordnung ist, denn hat das Band schon ein paar Wellen, Knitter oder irgendwie was, dann führt das hier deutlich schneller zu irgendwelchen Störungen, Dropouts oder ähnlichen, als bei den herkömmlichen Köpfen, wo das Band eben an das Andruckkissen gedrückt wird. Aber ansonsten, natürlich Nakamichi typisch, toll aufgebaut. Sehr solide und robust und funktioniert, wie gesagt, heute noch ohne großartige Eingriffe tadellos. Und hier für die Interessierten noch ein paar technische Daten im Textform. Ja, so viel mal zu diesem Nakamichi BX300E. Es zählt sicherlich nicht zu den beliebtesten Nakamichis.
bedingt kann ich es auch manchmal nachvollziehen. Ich finde, dass der zumindest damalige Neupreis von 1700 D-Mark im Verhältnis zu anderen Geräten jetzt nicht den Mehrwert gebracht hat. Also da war wirklich, glaube ich, der Name etwas mehr Programm. Die anderen Geräte mit dem gleichen Laufwerk, die ich in meiner Sammlung habe, stehen dem hier alle in nichts nach. Also ich wüsste auch nicht wirklich irgendwas, was das Nakamichi jetzt besser macht. Es klingt nicht unbedingt besser, es nimmt nicht besser auf. Es ist eigentlich in allen Belangen auf dem gleichen Niveau wie all die anderen Geräte mit diesem Laufwerk. Deshalb für die damaligen Verhältnisse muss ich sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich etwas enttäuscht. Und auch sonst hat man vielleicht schon gemerkt, das zählt nicht zu meinen Lieblingsdecks in der Sammlung, was wirklich schon grundsätzlich, ob sich daran mal liegt, es ist unheimlich duster. Ich finde das traurig, dass für 1700 D-Mark es nicht drin war, mal ein Lämpchen in das Kassettenfach zu bauen, was mal die Kassette von hinten beleuchtet. Die Aussteuerungsanzeige finde ich einfach eine Katastrophe. So nur einfarbige LEDs, ohne dass man irgendwie im Halbdunkel mal erkennen könnte, wo hier die 0 dB Marke ist oder sowas. Das sind so Dinge, die müssen nicht sein, die stören mich wirklich massiv und die verleiden mir an sich schon ein wenig das ganze Gerät. Auch wenn es wirklich tadellos läuft, es klingt wirklich gut, es ist überhaupt gar keine Frage. Aber ja, so richtig vom Hocker hauen tut es mich halt nicht. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Nakamichi. Es hat seinen Namen auch nicht zu Unrecht. Es ist wirklich toll gebaut, toll verarbeitet. Ich mag an sich von allen Nakamichis diese Optik der WX-Reihe hier immer noch mit am liebsten. Ich mag die großen Tasten. Das ist wirklich alles wirklich schön. Muss ich wirklich sagen, gut gemacht. Auch so Features wie der Fader sind nett. So eine Pitch-Control mal bei einem Deck zu haben, ist auch nicht übel. Also die Geschwindigkeitsregulierung, um das mal leicht anzupassen, falls man mal eine Fremdkassette kriegt, wo das Tempo nie richtig stimmt. Für mich auch mal echt ein Pluspunkt. Rundum ein gutes Deck, aber auch nicht unbedingt der Überflieger, den man jetzt vielleicht erwarten würde, weil ein großer Name draufsteht. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag und habt Spaß. Ja, zum Schluss noch eine kleine Bitte. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch mal auf Like oder abonniert sogar meinen Kanal. Das wäre richtig klasse. Schaut euch meine anderen Videos an. Guckt mal bei Facebook vorbei und sucht nach der Gruppe TapeTech Liebhaber. Folgt mir oder auch der Gruppe auf Instagram. Die Links findet ihr unten auf meiner Seite in der Infobeschreibung meines Kanals. Ich fände es klasse, wenn ich euch öfter wiedersehe. Beziehungsweise ihr mich. In diesem Sinne, macht's gut.